So, wir holen jetzt den Cargo ab. Hier ist er. Ja, wie sieht's aus? Also, was hast du vor diese Woche zu deinem Besuch? Ja, wir sehen. Kauf den Merch. So, also das ist der echte Cargo. Was? So, was erwartet dich in den Tagen? Wahnsinn und keine Ahnung, dünn. Der Mund muss dringend vergrößert werden. Bitte? Der Mund muss vergrößert werden. Reißt du den Mund leer? So, der Eintopf, ich meine, der Einpool nimmt langsam wirklich gewaltige Maße an. Zeugnisse. Ach so, ja. Sind hier meine Zeugnisse drin? Sind Armutszeugnisse auf jeden Fall. Aber was denn? So, wir gehen jetzt einkaufen. Elias? Ach nee, Kamel? Ja. Kamel, komm mal her. Kannst du bitte in den Sack nehmen? Oh Junge, was? Was ist das für ein Geräusch? Das ist das, was ich eingesammelt habe. Das ist die Spülmaschine. Oh Junge. Das ist die Spülmaschine. Die läuft immer. Alter, die läuft ja wirklich immer. Warum läuft die immer? Was? Läuft die wirklich immer? Ja. Die läuft einfach immer. Dann machst du einmal auf. Der Einpool muss kommen. Also was soll denn eigentlich das? Wer säuft den Jenny Walker? Der Kako. Alter, das klingt bedrohlich. Was hältst du eigentlich von der Idee, hier Ameisen anzusiedeln? Wieso? Die frei hier wohnen. Na, warum das? Ameisen anzusiedeln? Wie? Sind Haufen? Naja, hier einfach so. Dann können wir halt immer unseren. Also, wenn du kannst dein Biomüll an den Haufen werfen und den so. Also, was habe ich mal unfreiwillig bei meiner fetten Oma gemacht? Gamel, der Pfandengel. So, jetzt gibt's Schaumküsse. Mohrenköpfe. Oh, hey. Junge, das ist aber frech von dir. Ja, Quatsch, das ist richtig so, ich kenne das nicht anders. Ich möchte, dass du einen Weißen nimmst. Das hätte ich jetzt auch nicht anders gemacht. Ja. So mache ich das auch hier. Also, oh nee, warte mal, die Weißen sind auf der anderen Seite. Nee, hier ist ein Weißer. Echt? Oh ja, Junge, das ist ja... Ey, die haben das Neue gemacht, Ja? Früher war das immer... Hier ist dunkle, hier ist helle und hier ist weiß. Ja. Krass, na dann könnt ihr mal bitte. Jetzt kann ich mir ganz links einen weißen krallen. Oh. Okay. Kaku, was hast denn du hier gemacht? Kriegst du das nie zu? Doch. Ja. Geil. Nur was? Die Truhe voller Eis. Junge, brauchen sie eigentlich zweimal schwarz zu tun? Verstehst du nicht? Einmal weiß, einmal hellbraun. Das kannst du dir schon denken. Und. Ja, filmen wir schon Paten zu machen. Oh, Junge, Kaku. Noch ein Biss. Und noch ein. Kaku, wie kommentierst du das Hotel? Nicht ins Gesicht. Ich siehst doch nicht dein Gesicht, also, das ist dein Hals. Ja, lustig und absolut krank. Und komisch. Aber hier, da hat noch nicht mal wie ich will noch ein bisschen Ruhe essen. So, jetzt wurde Camembert gemacht. Keine Ahnung, wie das geht. Wo ist denn der? Na, im Kühlschrank. Und wo? Da steht Back-Camembert. Der da? Nee, da hier oben. Also hier. Ja, genau. Junge, ich sehe dich wie so verfickte Maske. Was? Ich sehe dich wie so verfickte Maske nicht. Junge. Mit deinem Maul. Du hast die Nacht ehrlich versorgt. Das
Das ist so krank. Ich will diese alte Gänse machen. Diese scheiß Gänse. Was? Das willst du eh wieder rausmachen. Was denn? Ja. Ja, nix, aber. Da rein mit den Käse, wenn du das morgen siehst, dann denkst du dir, Alter, ne? Bitte rein mit den Käse. Junge, ich seh durch diesen nix. Scheiß Maske. Weißt du, wie das schaffst du schon. Ich glaub, du lernst in der Maske zu leben. Ja, aber der hat mal ein Auge. Das ist doch hier zu, ich sehe das nicht. Ja, dann schneiden wir das dann auf. Ja, diese Scheiße. Scheiße, ich kann nicht. Du musst mir da Handschuhe machen. Alter. Ne, Backpapier, wir brauchen Backpapier dazu. Das ist hier da darunter. Scheiß Schlange. Da unten ist ein Schieber. Na, guck doch mal da runter. Ja, da, klar. Ja, dort. Na, hol mal das Backpapier raus, bitte. Wo ist das? Na, hier unter dem. Ah. Ja. Nee, das ist Klopapier. Jetzt mach ich einen Kaffee. So, jetzt gibt's einen Frühstückskaffee. Kako, wie sieht's mit dir aus? Willst du auch einen Kaffee? Ich will einen Kaffee. Ein was? Ein Karba. Ein Karba? Junge. Na, ich hab. Achso. Nee, ich hab ja, glaube ich, kein Karba. Das sieht gut aus. Was? Das Öl? Ja. Hm. So, Kako, also ich hab keine Ahnung, was du eigentlich so isst, aber ich kann dir auf jeden Fall schon mal ein paar M&Ms anbieten. Festes Frühstück. Kleine Diabetes-Menschen wie mich. Wie bitte? Für kleine Diabetes-Menschen wie mich. So, also hier ist schon mal das erste kleine Missgeschick passiert. Ja. Ja, war das so schwer für dich? Nee, diese scheiß Bastarde haben das Ding nicht richtig eingefüllt. Dieses scheiß Bier, Junge, der Karton war schon am Arsch. Danke, Mädel. So, das schmackhafte Mahl wird vor dem Stream eingenommen. Ich hoffe, das kommt heute nicht wieder raus. Ja, ich hoffe schon, aber ja, schmackhaft ist es. So, also ich habe jetzt für den Kaku diese Elmex Junior Zahnbürste gekauft, damit er sein Maul auch reinigen kann während der Tage. So, hier wird das Bienenhotel gekauft und zwar im Netto. Warum ich das kaufen werde, ist noch relativ unklar. Höchstwahrscheinlich werde ich meine Zigaretten darin verstauen und die dann bei Gelegenheit herausziehen und rauchen. Also ich will da einfach noch reinwichsen und zwar in jedes Loch. Ei! So, der Max ist eingetroffen. Nie wieder Festivals, Alter. Genauso lange wie das Festival geht, ist mein Leiden danach. Junge, was ist der Fernseher? Fick mich, Max. So, der Franz ist da, um den Cargo zu besichtigen. Ja, zu besichtigen, zu begutachten. Ja, dann kann man. Also Schuhe, warte mal. Ja, ja. Ach, die hätte so anlassen können. Mensch, ich weiß, dass du ein reiner Mensch bist. Reiner Wahnsinn. Gernot Reinholzen. So, im Zimmer. Ja, gute Ratte. Ey, Schlafanzeigen. Wohlzeit. Junge, servus. Ja, weil. Oh, geil, Alter! Kago ist da! Kago! Du Mückenschiss! Ja, Landrat! Herr Ehrentraut! Herr Landrat! Geil! Guck, wie dir der Geif aus dem Maul läuft! So, so, also ich bin gerade in einem Pferdekostüm. Merke, tanze! Wie bitte? Wir müssen uns tot tanzen! Mein Nuri macht sich auch schon mal fertig. Ja. Ey, ich hab leicht den Sitzen. Wo ist denn der Max? Max? Ja, Moment! So, jetzt geht's los zur Tanzshow. Elias, du Schwanz. Ich bin 6ix9ine, sein behinderter Bruder.
Okay. So, dann wollen wir mal den ganzen Spaß hier starten. So, wir fahren jetzt in den Masthof. Elias! Ja, den ist Masthof. Ey, die Lava ist übel! So, der Masthof wird besucht. Kaku, hinsetzen bitte. Setz dich erstmal hin. Setz dich bitte erstmal hin und genieß die Nudeln. Ja, aber ich brauche erstmal mein Besteck. Wie bitte? Mein Besteck. Dein Besteck? Ja. Ja, gesagt, mich bumsen. Hast du dein Besteck? Ja, hab ich. Und warum isst du noch nicht die Nudeln? Weil ich gerade noch schreibe hier. Willst du sie etwa kalt werden lassen? Na siehst du, dann isst jetzt bitte die Nudeln. Wieso musst du nicht eigentlich blitzen? Weil man das ohne Blitzen nicht sieht im Masthof. Der Masthof wird besucht. Der Kaku ist im Masthof. Der Kaku, er isst jetzt die Lavanudeln. Verspeise bitte diese verranzten Nudeln. Ich glaube, ich habe mir jetzt die Drecks in der Schnauze. Heilige Scheiße. Wie bitte? Lächelt meine Schweine. Oh, die Currywurst. Oh, ihr sprecht Deutsch, ne? Geht doch voraus, ne? Ja. Ja. Richtig? Ja, wir sprechen. Mal eine blöde Frage. Warum pisst ihr hier einfach mitten auf dem Parkplatz? Kannst du mir das mal erklären? Bitte? Aber nicht ihr, es war nur ein Himmel. Ja, ich hab's gerade gesehen. Komischerweise. Jetzt stelle ich mir die Frage, ihr seid doch alle keine 15 mehr, richtig? Nee, das warum bin ich. Ich bin stark besoffen. Warum macht man sowas? Na, weil ich besoffen bin. Das macht man doch trotzdem nicht. Ja, ich weiß. Wenn ich nüchtern bin, mache ich das nicht. Ich bin besoffen, das war nur eine Ausnahme. Das ist scheiße sowas, ne? Ja, ich würde vorschlagen, weil da viele Leute hergehen, auch wir als Berufskraftfahrer rennen hier durch und auch Kinder. Ich wäre jetzt auch, wenn du besoffen ist, nicht mehr wie anständig, wenn du einen Eimer Wasser nimmst, der steht draußen genug, da ist auch ein Wasserhahn. Und würdest zumindest mal über deine eigene Piste zwei, drei Wasser. So, Kaku, wie fandest du den Stream gestern? Lustig und absolut krank, aber irgendwie einfach nur geil. Wir werden jetzt zum Training gehen. Der Kaku wird etwas Booster dosiert bekommen, damit er auch wirklich abgeht beim Training. Meldet sich ja da wie gewohnt fürs Probetraining an. Gehst du ansonsten trainieren? Oder? Ich hab nur auf der Couch und Wix. Wie bitte? Ich hab noch voll auf der Couch und Wix. So. Genau, damit das Zeug hier reinkommt. Und damit der Booster auch knallt. So. So, das dürfte reichen. Ja, Hauptsache es ballert. So, wir haben neuen Besuch im Hotel. Yes, yes. Kotze, ich sag's euch. Säuglingsbekämpfung. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Ich hab mich doch Mr. Friedrich, nee, Herr ja. Friedrich, Sie haben diese Menschen hier angeschleppt. Wer ist denn das? Das sind Homies von mir aus Würzburg. Alter Junge, mach doch mal das Licht aus. Ich würde so abgestochen werden. Was? Ich bin Fan vom Negro-Pick. Also da ich aus den Kommentaren von Rumgammeln mit Hector Panzer Teil 6 oder Teil 7 entnommen habe, dass ich erst die Bratkartoffeln anbraten soll und dann das Rührei hinzugeben soll, habe ich mir gedacht, das kriege ich sowieso nicht hin, deswegen wird der Hector Panzer jetzt eben nur noch Bratkartoffeln zu Speisen bekommen und eben das, was er immer gern mal mitbringt, Baguettes oder andere Köstlichkeiten. Ja, bitte.
So. Ah, Junge, du bist ja auch noch da. Warte mal, du kriegst auch noch was. Moment. Ja. Wie bitte? Ketchup, ja. So, was haben wir denn hier? Ich habe ja keinen Ketchup. Ach doch. Okay. So. Ei. Bitte schön. Vielen Turbo da. Wie viel willst du haben? Na, hauen wir einen Schuss rein. Okay. Junge, sag mal, wo ziehst du hin? Was ist denn hier los? Junge, du musst schon... Reicht das? Ja, es reicht. Willst du auch noch was? Die wahren Autisten essen nur mit Kichelspinne. So, jetzt wird eine Menge Brausepulver konsumiert vom... Ah, Junge. Na, passt da noch was rein, oder? Oh, oh. Nee? Flöht man, was machst du da? Sender? Warte mal, passt da wirklich nichts mehr rein? Na, wie fühlt denn sich das an? Nee, Chef Twitch, ich habe keine Cola, die hinterher muss. So, in diesem Bus wird jetzt der Cargo nach Hause fahren. Ja. Statement? Es war ein schönes, krankes und asoziales Wochenende, wie es sich gehört. Es war kein Wochenende, es war mitten in der Woche. Ja, keine Ahnung. Warte mal, zeig mal kurz den T-Shirt von hinten, Alter. Nee. Das ist gestern. Junge, Junge. Ja, gut. Rattenschleim und anderes Zeug. Cargo, ich hab dich wirklich lieb. Ich auch. Wirst du wieder ins Hotel kommen? Nein. Na dann, ja. Verabschiede dich bitte. Ich verabschiede mich bei dir und bei euch.